Hey, ja, da bin ich wieder. Es kann endlich mal weitergehen. Es ist schon wieder über eine Woche her. Es war diesmal nicht so warm. Ich hatte einfach andere Sachen zu tun. Ja, hier mit Blick auf unsere, was war das nochmal? Eisenfabrik, genau. Aber um Eisen soll es halt auch gehen. Wir haben hier immer noch dieses Band, das uns 180 Eisen hier hinterliefert. Und das Letzte, was ich machen wollte, war eine Fabrik bauen. Da hinten. Und zwar wollten wir die Mehrzweckgerüste bauen, die man da oben rechts in der Mitte sieht. Ich habe da letzte Woche einiges schon rumgerechnet. Es ist nicht mal im Video gelandet, weil es einfach viel zu viel Rechenarbeit war. Ich habe das alles nochmal durchgerechnet jetzt gestern und ich habe viel zu groß geplant. Ja, Plan wird jetzt sein, wir bauen eine Fabrik, die insgesamt 5 Mehrzweckgerüste die Minute herstellt, also 5 von diesen Dingern oben rechts pro Minute. Das wird jetzt das erste Ziel des Tages sein. Ich habe es durchgerechnet, das braucht exakt, fast exakt 180 von diesen Eisen. Ich sag fast exakt, weil es sind, ich weiß nicht, ob ich mich verrechnet habe oder ob es einfach nur sehr seltsam ist. Insgesamt bräuchten wir 180,25 Eisen die Minute. Das heißt, die Fabrik wird nicht mit komplett 100% Effizienz laufen. Wir werden mal sehen, was bei rauskommt. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verrechnet. Ja, ich habe hier das Gerüst sage ich, diese Foundation letztes Mal schon gebaut. Mal schauen, wie viel wir davon nutzen. Von der ersten Etage hier Erdgeschoss kann sein, dass ich einfach noch eine zweite Etage draufbaue. Genau, das erste, was ich jetzt mache, sind Schmelzer zu bauen. Hiervon ein paar Schmelzöfen. Ich brauche ja 120 Barren, beziehungsweise 120 von diesen Eisen brauche ich allein für Stahlherstellung. Da brauche ich nie Barren von. Das heißt, ich schaue jetzt mal, ich rechne gerade mal durch, wie viele Barren ich brauche. Das sind 60,25 Barren. Ein Schmelzer liefert uns 30. Das heißt, ich baue 30 Barren. Ich baue zwei Schmelzer, dann haben wir 60 Barren, genau. Und diese 0,25, die fallen dann einfach hinten runter. Irgendwo müssen sie fehlen. Und aus den restlichen 120 Erz machen wir dann einfach Stahl. So, Schmelzofen. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll wäre, mir hier so einen Turm hinzustellen und von oben zu bauen. Ja, ich hatte auch eben den Gedanken nochmal, ich glaube, ich werde mich dann später, nachdem ich das fertig habe, um die Quarzgeschichte kümmern, damit ich endlich mal den Schweberucksack freischalten kann. Ich bin mir recht sicher, dass der in dieser Quarz-Mam, in diesem Forschungsbaum drin ist. Es ist nämlich wesentlich einfacher, mit den Dingen zu bauen. So, was wollte ich? Schmelzofen, zwei Stück. Unser Eisen kommt von da. Erst eins, zwei. Moment, ich baue das gerade anders. Ich baue hier einen Splitter hin, in den das Eisen hier reinkommt. So, und wir wollen ja nur 60 von diesen Erzen verwenden, überhaupt für die Eisenbarren. Das heißt, hier der eine Schmelzer kommt dahin. Der andere direkt daneben, so. Und hier aus diesem einen rechten Splitter können ja jetzt nur 60 rauskommen die Minute. Und der ganze Rest läuft dann hier weiter in die Stahlproduktion. So, und für die 120 Stahl, die ich dann noch baue. Oh, uns fehlen in diesen Kubi. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich will 120 Stahl machen. Durch 45 sind 2,6, also 3. Dann mache ich mal eben, Moment, habe ich vielleicht alles da? Dann kann ich das vor Ort machen. Eine Werkbank. Ich kann jede Menge machen, dann mache ich das mal. Grund, warum ich übrigens, also mit so einem Grund, warum ich übrigens nicht aufgenommen habe. Jetzt für einige Tage. Ich habe Sea of Stars gespielt. Oder bin immer noch dabei, das zu spielen. Echt gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Bisschen was, ziemlich was anderes als Satisfactory. Aber wer JRPGs mag und vor allem Chrono Trigger damals mochte, ist damit gut aufgehoben. Wie viel Würfel von diesen Dingern brauche ich eigentlich? Ich glaube 10 pro, keine Ahnung. Ich glaube 30 werden erstmal reichen. Doch, 10 Stück braucht so ein Teil. Okay, aber dann habe ich trotzdem genug. Oh. De Trois. Hier muss ein schnelleres Band hin. So, Mark 3. Hier am besten auch noch. Hier mache ich mal eben schon die Kohle bereit. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich werde den Miner, der uns die Kohle holt, da hinten für die Stromproduktion, werde ich upgraden.
auf einen Mark 2 Miner. Dann haben wir, der stellt dann eben das Doppelte her. 240 die Minute. 120 verbrauchen wir aktuell. Das heißt, wir dann mehr aus dem holen, einfach hier für die Kohle, für die Stahlproduktion benutzen. Gut. Das ist ein Marktreiband, genau. Das würde dann einfach hier anschließen. Vielleicht mache ich das auch direkt mal. Habe ich alles, um einen zu bauen? Nein, mir fehlen schon wieder diese Kubus-Dinge. Die sind ja schnell gemacht. Und auf geht's. Da ungefähr in diese Richtung war er, glaube ich. Ich sehe das Band hier. Und upgraden. Natürlich nicht vergessen, das Band auch zu erneuern. Das ist schon ein Mark 3 Band. Nur für meine Sanity einfach mal schauen, wie viel kann so ein Mark 3 Band fördern. 270, okay, dann ist es völlig ausreichend. Was macht denn eigentlich der Strom? Haben wir da überhaupt noch genug? Yes, wir haben noch. So, jetzt muss ich eigentlich nichts weiteres machen, außer das Band da hinten irgendwo abzuzapfen. Dann baue ich hier einfach irgendwo einen Splitter rein. Zieh da einfach so ein hässliches Band durch die Gegend. Sehr schön, da kommt sie auch schon. So, das heißt, wir haben hier unsere Barren, die rauskommen. Die vereine ich eben mal. Daraus wollen wir jetzt einmal machen Platten und einmal Stangen. Wir brauchen zwei von beidem. Also zwei Konstruktoren Platten, zwei Konstruktoren Stangen. Moment mal, was mache ich denn? Ich brauche doch zwei von beiden. Da ist ja gar kein Platz, wenn ich das so baue. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am smartesten mache. Vielleicht mache ich es doch eben so ähnlich, wie ich es vorhatte. So, einmal die beiden hier. Das wird hier einmal fusioniert. Gibt denn hier ein Band? So, hier zwei Konstruktoren und direkt davor zwei Konstruktoren. Das sieht aktuell alles noch ein bisschen eng aus. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Gerade hier mit dem Ausgang, das muss ich dann ein bisschen vertikal auch noch bauen. Hier müssen ja auch noch die ganzen Stahldinger. Ja, das funktioniert schon. Stahl, damit ich das mal weg habe, fusioniere ich hier eben auch mal zusammen. So, und dann geht das hier in einer zweiten Ebene weiter. Und ab hier dann in einer dritten. Obwohl, nee, gar nicht, muss ich gar nicht. Hier geht's ja frei weiter dann. So, dann ist das hier an einem Ausgang angeschlossen, das hier an einem Ausgang angeschlossen. Das muss ich noch fusionieren. Gut, das sieht von hier unten sehr unübersichtlich aus, aber hier kommen jetzt einmal hier unten unser Stahl an. Hier kommt, ich habe es noch nicht entschieden, ich sage jetzt einfach mal, dass da hinten sind dann die Platten und die beiden Maschinen hier sind die Stangen. Ich stelle am besten schon mal die Rezepte ein, damit ich dann das nicht mehr vergesse. So, die Platten werden komplett in die dicke Plattenproduktion eingespeist. Aus einem Teil der Stangen machen wir noch Schrauben. Und für Schrauben brauche ich, muss ich gerade mal gucken, wie viel eine Maschine macht. Ich glaube 40, ne, genau. Brauche ich leider auch zwei Maschinen. Ich brauche nur 45 Schrauben. Wir haben Overclocking noch nicht freigeschaltet, oder? Ich hau gerade mal, Ma'am, was es kostet zu overclocken. Oder beziehungsweise was das Freischalten. Moment, das kann ich auch hier machen. Produktion übertakten. Da brauche ich ein Energiefragment für. Moment, habe ich eine Schnecke einstecken? Tatsache 2, dann mache ich das mal. Energiefragment. Das Beste, was einer Schnecke passieren kann. Elektroschnecken, das hier auswählen. Die Forschung starten. Yay. Was ist das hier unten? Habe ich eine gelbe Schnecke? Die müsste dann ja, wenn, dann in der Nähe von meinem Hub in der Kiste sein. Okay, ich bin wieder auf dem Weg zurück. Ich hatte keine gelbe Schnecke. Leider. Aber wir haben jetzt das Overclocking freigeschaltet.
Das ermöglicht uns eine neue Option hier unten. Wir können diese Energiefragmente können wir hier unten reinziehen in eine Maschine und können overclocken. Das heißt, normalerweise würde die Maschine nur 20 die Minute herstellen. Das normale Rezept mit den Overclocking-Teilen können wir die Maschine eben overclocken. Ich weiß nicht genau, wie es aktuell ist dann auch mit dem Stromverbrauch, wie der sich erhöht. Früher war es so, dass es immer ungünstiger war, aus Stromperspektive zu overclocken. Das hat immer mehr Strom gekostet, auf 200% zu übertakten, als einfach zwei Maschinen zu bauen. Sie wollten es mal mit irgendeinem Update ändern. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Ich weiß nicht, wie sie es geändert haben. Ich werde dann gleich mal schauen. Aber so, das hier waren die Platten. Ich würde es gern anders machen. Ich will, dass hier die Stangen hergestellt werden. Und hier die Platten. So, dann habe ich hier zwei Plattenmaschinen. Und baue hier jetzt noch eine Maschine. Eine Maschine, die Schrauben herstellt. Und wir brauchen insgesamt 45 Schrauben. Das heißt, ich schmeiße hier ein Energiefragment rein und stelle das hier auf 45 die Minute. Jetzt haben wir es übertaktet auf 112,5% und die Maschine macht mehr Schrauben. Und hier kommt dann der Rest Stangen raus. Ich glaube, den Rest mache ich auf der oberen Etage. Ich schaue mir gerade mal von oben an, wie viel Platz das alles braucht. Das ist recht kompakt. Wie viele Maschinen brauche ich denn noch? Ich brauche zwei Maschinen, die Stahlträger machen. So, ich habe das jetzt erweitert um hier diese zwei Konstruktoren, die ich dann noch einstellen werde auf Stahl. Die bekommen ja ihre Stahlbarren, kriegen sie ja, und machen dann Stahlträger daraus. Das werde ich dann da hinten auch wieder zusammenführen und dann werden wir alle drei Bierbänder nach oben in die zweite Etage. Hier kommen noch die Stangen raus. Ach, die Stangen, sage ich, die Schrauben. Vielleicht werden wir dann mal gucken, wie wir das alles schön zusammenführen. Da baue ich jetzt noch die beiden. Den einen Fusionator dahinter. So, das will jetzt alles in die zweite Etage. So. Es hat länger gedauert, als dass es sinnvoll ist im Endeffekt, vor allem da ich das alles gleich mit einer Wand einziehe und dann eine Decke drauf zimmer. Aber egal, es gefällt mir sehr gut. Hier werden dann eben vier Lifts hochfahren und das alles auf die zweite Ebene bringen. Ich werde hier erstmal alles mit Strom verbinden und vielleicht auch schon mal die ganzen Rohstoffe. Nee, Quatsch, die Rohstoffe sind ja schon da. Ja, ich werde erstmal alles mit Strom verbinden und dann kann hier auch alles schon mal anfangen zu laufen. So, jetzt sollte alles hier gut verkabelt sein. Das ist noch nicht komplett am Strom angeschlossen, nur so ein kleines eigenes Netzwerk. 84 Megawatt verbrauche ich soweit hier. Ich schließe das jetzt hier an. Ich habe noch so viel Kapazität, oder? Ja, das ist ja noch über 100, was ich da habe. Und los geht's. Das müsste das sprunghaft angestiegen sein, genau. Und hier läuft auch das Eisen lang. Perfekt. Ah, hier läuft alles. Hier wird Stahl produziert. Hier fliegen schon die ersten Stahlbarren rum. Hier die ersten Platten. Das geht ja fix. Hier kommen Stangen. Und hier kommen sie auch an. Dann kommen hier gleich die Schrauben raus. Perfekt. Das läuft jetzt mal ein bisschen. Und dann gucke ich mir auch gleich nochmal an, ob alles auch wirklich läuft. Und ich nicht irgendwo ein Förderband vergessen habe. Das wäre katastrophal. Gut. Und derweil... Ah, hier steht schon alles an. Super. Dann baue ich jetzt mal die Wand hier drauf. Also nicht drauf, sondern außenrum. Ich kann auch mal eben gucken, ob wir uns vielleicht schon sinnvolle Dekorationsobjekte kaufen können. Und mit Dekorationsobjekten meine ich gar nicht mal wirklich Dekorationsobjekte, sondern wirklich nützliche Sachen. Förderband Wallendhalterung. Ich kaufe mir mal diese ganzen Deckenhalterungen. Das ist auch was mit einem Update kam, was ich noch nie benutzt habe. Die Förderlift-Fundamentdurchführung. Auch sehr praktisch in den Einkaufswagen. Wandstromverteiler, yes please. Und mit Förderbanddurchführung, yes. Oh, Fenster kann ich noch gar nicht bauen. Türen. Ich glaube, das wird erstmal das Wichtigste gewesen sein. Das ist, glaube ich, echt nur kosmetischer Natur. Customizen können wir später noch machen. Die Boombox, habe ich auch noch nie gekauft. Helle Ziegenmusik. Sehe ich zum ersten Mal, geil. Sanktum, das ist auch von denen. Krass. Gut, und alles kaufen. Damit sind wir jetzt zum Beispiel in der Lage, hier das hier
kurz abzureißen. Und hier eine Wand mit Förderbanddurchgang hin. Und führen das hier einfach schön durch die Wand. Dasselbe machen wir hier auch gerade. Warum läuft das hier alles so stockend? Ich habe das Gefühl, hier kommt weniger Eisenerz an. Ich dachte, ich mache hier mal eine... Wir müssen ja 120 laut meinen Berechnungen drüber laufen. Ich mache da mal ein Mark II Förderband draus aus dem einen. Das sind keine 120. Wären das 120, wäre dieses Band gestopft voll. Wo ist mein Fehler? Warum ist das ein Mark I Band? Hier kommt ja nur die Hälfte raus, als das er produziert. Stimmt das wenigstens bei den anderen? Das ist auch ein Mark I Band. Ich bin ja auch ein Hole, Birnie. So, jetzt kommen hier 60. Und da kommen 60. Und da kommen wirklich 60. Und dann wird das Band auch voll. So, jetzt ist da auch ordentlich was auf dem Band. Genau, und hier läuft das Band jetzt voll, weil es 120 die Minute sind. Das heißt, hier müsste gleich auch alles wirklich richtig laufen. Wände wollte ich jetzt um den ganzen Spaß ziehen. Ich habe gerade überlegt, kurz. Ich werde es nicht auf zwei Etagen machen. Ich lasse es auf einer Etage, hier im Erdgeschoss. Ziehe aber trotzdem Wände drum und mache dann später ein Glasdach drüber, dass man es trotzdem noch sehen kann, weil ich glaube, von oben sieht das dann richtig nice aus. Ja, so mache ich das. Das heißt, ich muss hier hinten noch ein bisschen erweitern. Ich muss dieses Band ein wenig umlegen. Und dieser Baum muss leider weichen. So, das Grundstück wurde erweitert. Keine Ahnung, ob ich so viel brauche. Wenn nicht, reiße ich einfach wieder was weg. Dann haben wir hier unsere vier Rohstoffe, die wir brauchen. Für einmal brauchen wir jetzt dicke Platten. Die werden zusammen mit Stangen zu den Rahmen, zu diesen Kubus-Dingern, die modularen Rahmen. Und die werden dann zusammen mit den Stahlträgern zum Mehrzweckgerüst. Ich brauche jetzt von den dicken Platten, brauche ich 3,75. Genau, hier war das Alternativrezept, was ich mir vorhin, in der letzten Folge gegönnt habe. Was aber viel zu teuer wäre. Der Vorteil hier wäre, dass man viel weniger Maschinen braucht und wahrscheinlich auch weniger Strom. In unserem Fall ist das hier besser. Wir brauchen nur eine Maschine. Gut, ich hätte auch kaum was gespart. Gut, wir brauchen eine Maschine davon. Rahmen wollen wir 2,5 die Minute herstellen. Davon brauchen wir dann zwei Maschinen. Ja, zwei Maschinen. Ich will nicht schon wieder overclocken. Eigentlich war es schon Quatsch, dass ich hier overclockt habe, aber was soll's. Gut, 2,5 Rahmen die Minute mit zwei Maschinen. Und daraus machen wir dann fünf Gerüste. Davon bauen wir eine Maschine, die macht fünf Gerüste. Das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, brauchen wir vier Fabrikatoren. Also ein Fabrikator, der uns dicke Platten macht. Zwei Fabrikatoren für die Rahmen und einer, der uns dann das Gerüst aus den beiden Sachen zusammenschweißt. So, ein Fabrikator, der uns dicke Platten herstellt aus den normalen Platten und den Schrauben. Das liegt jetzt alle gerade ein bisschen, das ist mir eben schon mal aufgefallen. Bisschen ungünstig, hier sind die Stangen irgendwie dazwischen. Pech gehabt. Den Fabrikator bauen wir. Wo bauen wir den denn hin? Jetzt sagen wir, bauen die einfach mal so nebeneinander. Moment, ich hatte gerade eine andere Idee. Da das Produkt von dem einen ja das Produkt fürs andere ist, ist es nicht so smart, die nebeneinander zu bauen. Oh, das, den ersten einfach so hin. Wir können hier direkt die Schrauben reinfliegen. In die Stangen. Dann ist es jetzt gar nicht mehr so blöd. Dann haue ich das hier irgendwie raus. Jo, das geht dann hier einfach so um die Kurve raus. Und hier wieder runter dann vielleicht. Mal schauen, was daraus wird. Denn die dicken Platten sollen ja dann mit den Stangen zusammen zu den Rahmen werden. Einem weiteren Fabricator. Zwei weiteren Fabricatoren sogar. Ich baue das einfach mal so. Okay, dann kann das auch da oben mal bleiben auf der Etage. Die Babys kommen hier rüber. Das hier kann ich schon mal einstellen auf die verstärkten Platten. So, die kriegen jetzt auch ihre Stangen und dicken Platten, um für die Rahmen herzustellen.
Das heißt, hier hinten man dann einmal zusammenführen. So, kurz das Förderband hier rechts ein bisschen umgestellt und dann passt das viel besser. Das Band noch hier rein. So, und hier kommen unsere Rahmen, werden hier zusammengeführt. Hier muss ich gar nicht vorbei. Das wäre nur ein Umweg. Hier kommen ja unsere Rahmen raus. Hier sind unsere Stahlträger. Und wir brauchen beides zusammen in einer Maschine. Das heißt, ich mache das gerade über zwei Ebenen mit dem Förderband Mast. Dann baue ich das hier hoch. Das fährt beides bis hier vor. Bis es sich dann hier in dem finalen Fabrikator vereinigt. Und das Ding läuft. Ja, gefällt mir so. Glaube ich, cooler dann doch, das anzugucken als Komplettpaket, als wenn man es einfach über zwei Etagen macht und die untere Ebene einfach einzimmert. So, dann baue ich hier gerade noch die Wände drum. Dann später müssen wir dann schauen, dass wir das hier noch zum Lift, zum Weltraumlift bringen. Ja, ich kümmere mich jetzt gerade um die Wände. Eine Sekunde. Und fertig. So. Das Ganze ist jetzt so ein riesiger Kasten. Hinten dran muss ich die Fundamente, die nach hinten überstehen, sage ich mal, noch abbauen. Weg damit. So. Dann ziehe ich mal ein Band bis nach ganz vorne. Moment, warum machen wir das nicht mit unseren neuen, coolen, neu gekauften Wandhalterungen? So. Oh, das ist auch neu. Dass man jetzt einfach, dass direkt die Wandhalterung mitplatziert wird, wenn man ein Förderband zieht. Vorher musste man jede Wandhalterung einzeln setzen und dann die Bänder dazwischen. Das macht einiges einfacher. Da mache ich hier gerade einen Durchbruch. Hier kommen wir raus. Yes, perfekt. Da kommt's. Schön sehen sie aus. Man benutzt doch auch im echten Leben so Dinge, um irgendwas zu befestigen. Für Bühnen und sowas. Wie nennt man die Dinge? Irgendwas mit T? Triangeln? Nee. War was anderes. Aber da kommen sie. Und die Zahl oben rechts geht hoch. Super geil. War richtig was geschafft schon heute. Okay. Was machen wir jetzt? Ich wollte mir das MEM nochmal genauer angucken. Für etwaige Upgrades. Ich könnte auch mal ins Hub nochmal gucken. Vielleicht haben wir da noch irgendwas Cooles. Hypertubes. Da könnte man auf jeden Fall mal drüber reden. Kupferblech. Das wäre zum Beispiel auch was, was wir automatisiert herstellen könnten. Kupferblech. Mit 20 Kupferbarren kriegt man 10 die Minute. Ich könnte natürlich, genauso wie ich da unten die Eisenförderer auf Mark 2 geupgradet habe, könnte ich das natürlich auch da hinten machen mit dem Kupferförderer und dann einfach das Band erweitern. Wir hätten hier ruckzuck mehr Kupfer. So, geupgradet. Hier kommen jetzt 120 Kupfer raus, Kupfererz. Wir müssen das Band erweitern. Hier oben, das wird dann ein bisschen blöd. Hier habe ich das ja ziemlich auf Press gebaut. Hier muss ich dann gucken, wo ich erweitere. Vielleicht die Richtung so. Ja, warum nicht? Nicht sehr schön. Aber es funktioniert. Ja, von unten muss man dann mal gucken. Das hängt hier gerade noch so ein bisschen über. Das kann man vielleicht irgendwann mit Stützen. Warte mal, wir können uns ja welche kaufen. Wir sollten genug Tickets haben. Perfekt. Es sieht zumindest nicht mehr so aus, als würde das hier irgendwie freischwebend rumstehen, sondern so, als wäre es gewollt. Wenn man dann irgendwann noch so eine Wand außenrum zimmert, sieht das vielleicht sogar noch besser aus. Mache ich vielleicht mal. Ja, es wäre natürlich noch schöner, wenn das nicht so einfach nur ein gelber Klotz wäre. Ja, man könnte es natürlich noch hier ein bisschen farblich anpassen. Wie wär's mit Türkis? Mach das Ding mal Türkis. Ja, jetzt ist es halt kein gelber Block mehr, sondern ein türkiser Block. So, man kann ja wenigstens so noch ein paar Akzente setzen. Ja, womit man das alles noch ein bisschen aufbrechen kann, sind dann zum Beispiel Fenster, dass man hier die untere Reihe oder die obersten zwei Reihen voll mit Fenstern macht. Da sieht das nicht mehr ganz so blockig aus. Mir ist übrigens aufgefallen, hier drüben gibt es so eine Stelle. Das sieht jetzt halt ein bisschen komisch aus. Aber das kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Wobei, was man machen könnte? So. Jetzt wird eher ein Schuh draus. Genau, und die Folge würde ich jetzt wahrscheinlich auch... Ey, Moment mal.
jetzt wahrscheinlich auch schon beenden wieder. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Plan fürs nächste Mal. Quarz. Ganz, ganz da hinten ist es. Und, oder in die Richtung, glaube ich, irgendwo. Und Strom müssen wir erweitern. Da schauen wir dann mal, wo und wie wir das machen. Okay, hier rechts. Oh Gott, das sieht in der Farbe sieht's aus wie ein Schwimmbad. Vielleicht mache ich noch ein Dach drauf. Gut, wir haben unsere dritte Fabrikhalle da hinten gebaut. Und wir sind mit unserem Strom ziemlich am Anschlag. Das heißt, nächstes Mal Quarz und nächstes Mal Strom. Das da hinten läuft es einfach weiter. Oben rechts sieht man schon, wir haben schon ein Fünftel, 20% haben wir schon fertig. Von den, wie heißen die Dinger? Mehrzweckgerüste? Mehrzweckgerüste, ja, glaube ich. Das rödelt da hinten dann fein weiter. Und um die Verkabelung, irgendwas heißt das da oben rechts. Ja, Moment, wir haben hier doch das Ingame in Codex. RK. Automatische Verkabelung. Davon müssen wir dann nächstes Mal welche herstellen noch. Dafür brauchen wir Statoren, dafür brauchen wir Eisenrohre, Stahlrohre. Schauen wir dann mal, ob die Stahlproduktion da hinten, ob wir die für dann anzapfen oder ob wir vielleicht irgendwo eine neue bauen. Das entscheide ich dann das nächste Mal. Und dann, jo, vielen Dank fürs Reinschauen mal wieder. Ich sag ciao Kakao. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen oder auch nicht. Lieber lasst es einfach euch. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss.